Hallöchen! Zurück zu Mario Sunshine. Und dieses Mal machen wir, wie der Titel schon verspricht, wenig rote Münzen. Wie meint er das denn jetzt? Rote Münzen? Wir haben doch das Dorf schon Hake hinter uns. Ja, hier steht der See und seine roten Münzen. Dieses Kapitel machen wir jetzt noch nicht. Nein, 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 das machen wir jetzt noch nicht, weil das machen wir erst später. Wir machen jetzt erstmal Kapitel Nummer, das war 3. Wir machen Kapitel 3, weil Kapitel 3 so schön war und weil, ja, das auch so schön aussieht und so und Hügel und Geheimnisse und warum nicht, wir können ja nochmal dahin. Wäre ja nicht schlecht, so mal so zum Hügel nochmal hinzu. Rutschen. Und hier mal was abjuckten vielleicht. Na. Nö, dann nicht. Dann halt hier ein extra Leben zu holen. Ja, ist eine gute Idee. So. So, extra Leben. So, ich glaube, eine feste Überzeugung sogar schon, dass wir... Okay, können wir doch nicht schaden. Ich hätte jetzt eigentlich mit der Raketendüse da hoch wollen, aber leider geht das nicht. Weil bei uns hier noch zwei Aufgaben bestehen, die ich bei meinem ersten Durchspielen nicht geschafft habe. Also, wenn ich ehrlich bin. Das hat man nämlich, habe ich erst durch ein Let's Play erfahren, dass die sind, die mir eigentlich gefehlt haben. Wir gehen in dieses Level und wir sehen, dass Mario Morgana uns jetzt diese Düse nicht wegnimmt. Und wir sehen, da ist ein roter Schalter oder irgendwas Rotes. Also wir können es mal versuchen wegzumachen und wir sehen, wir können es nicht. Nun gut. Was können wir denn sonst machen? Wir versuchen es mal draufzustellen. Bewegt sich auch nichts. Okay, Stampfattacke. Ja. Wir haben müssen jetzt 8 rote Münzen sammeln, ehe die Zeit abgelaufen ist. Ja, die Zeit ist doch in dem Level hier sehr großzügig. Ist meine Meinung. Später ist es schwieriger. Ah, das war auch falsch. Nochmal. Boah. Wow. Das war auch falsch rum. Zack. Als erstes. Also so. Habe ich das jetzt die letzten Male gemacht? Da lang. Dann hier lang. Hier hoch. Den nehmen. Dann hier diesen Stern dort drüben. Aber damit muss er erstmal drauf kommen, dass da drüben Sterne sind. Die haben wir aber eben beim ersten Mal ja gar nicht gesehen. Nein! Nein! Ist das doof? Gut, dann machen wir es halt andersrum. Ich will mich noch retten. Ich will mich noch retten. Ich will mich noch retten. Ich will mich noch nicht mehr retten. Nein! Also. Das ist nicht. Das ist doch so.
gut, nächster Versuch, komm. So schwer kann das ja jetzt eigentlich nicht sein. Okay, das wird auch nichts. Das reicht, weil ich das ja auch falsch rum gemacht habe. Bam. So. Nein, du hältst dich da auch nicht fest, ne? Nächster. Nummer 4. Nummer 5. Jetzt geh wieder hoch. Komm, geh wieder hoch. Gracias. So, oh nein. Rüber, 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 rüber. So, jetzt aber. Noch 10 Sekunden. Ach, 6 Sekunden. Gott sei Dank müssen wir jetzt nicht in diesen 6 Sekunden zu dieser Schein. Dann haben wir jetzt ganz lange Zeit. So. Müssen wir einfach nur diesen kleinen Parcours nochmal erledigen. Also, wenn wir das jetzt echt nicht schaffen, dann ist Sense. So, geht doch. Nummer 20. Speichern. Und weiter geht's. Zu diesem Licht kommen wir später. Können wir mit grünen Tee und so das machen. Dann machen wir das auch mit mehr Synchronität. Wir gehen nochmal in das nächste Level, was auch sowas war. Das Mysterium des Schleimsees. Nämlich da haben wir genau dasselbe wie... Ja, brauchen wir nicht gucken. Da haben wir genau dasselbe wie jetzt eben. Ja, rutsch. Schön. Du kriegst jetzt nicht nochmal eine Dusche. Dass du dich immer einsauen musst, ey. Du solltest dich mal ganz dolle schämen. Du. Ja, du auch. Stehst einfach mitten im Weg. So. Der Trick, den ich ja letztens gemeint habe. Hoppala. Geht man einfach hier lang. Stellt man sich hier hin und springt hier lang. Ja, man nimmt zwar Schaden, aber man kommt hier ganz einfach eigentlich rüber. So sieht's aus. So kann man das auch machen. So, wo mögen sich denn hier die roten Münzen verstecken? Mag man sich jetzt fragen. Ich sag's euch. Oder besser gesagt, ich zeig's euch hier. Auch eigentlich... Oh, shit. Eigentlich nicht so schwer. Das war jetzt selten dämlich. Wir haben zwar wirklich lange Zeit. Das möchte ich haben.
aber trotzdem, man darf diese Zeit, diese lange Zeit nicht unterschätzen. Wie zum Beispiel durch sowas. Ja. Wie machen wir das jetzt? Selbstmord. Weil wenn die Zeit abgelaufen ist, verlieren wir automatisch. Also, ob wir jetzt nun die 40 Sekunden warten oder doch nicht. Naja, bei 40 Sekunden warten hätte man Vorsprung müssen. Das müsst ihr jetzt bei mir Gott sei Dank nur manchmal. Wenn ich ehrlich bin. Bei anderen ist es, glaube ich, schlimmer. Vielleicht, weil wir hier mal schön ein extra Leben erhalten. Also von daher, Game Over gehen tun wir jetzt nicht. Hoffe ich doch. Also wir kriegen das Leben dort nicht. Das wäre schon ziemlich bitter. Nein, das ist doch... Doch, kacke ist das. Dafür, dass wir das am Anhieb bei der schweren Version geschafft haben, ist das schon mal was Nettes. Immer noch zwei Leben. So, jetzt müsste es aber klappen. Jetzt haben wir eine sehr, sehr gute Zeit noch. Nein, wir haben eine rote Münze verpasst. Die will ich einsammeln und damit in den Tod gehen. Aber es stört ja, also ich hoffe, euch stört das nicht, dass wir das jetzt also dann immer machen. Könnt ihr doch, postet das mal unten. Stört das euch? Wenn wir sagen, okay, Chance ist vertan, wir gehen mal dort. Oder gibt es Experten, die jetzt sagen hier, du hättest ja auch warten können auf diesen Würfel, dass er wieder runterkommt. Der kommt ja auch nach einer Zeit wieder runter, dann würdest du es trotzdem schaffen. Ja, diesmal haben wir ihn. Extra Leben haben wir auch. Nämlich jetzt sind wir hier oben angekommen. Mit 5. So, wo war... Ach ja, da waren die in den Ecken. Was schon selten dem ist. Jetzt haben wir genug Zeit. Weil wenn nicht, dann wäre das nämlich nicht passiert. Wow. Wow, 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 wow. Jetzt hier nicht übermütig werden, Mario. Nur weil du das jetzt geschafft hast. Und die nächste Schein hat, nämlich Nummer 21. So sieht's aus. Speichern. Und weiter geht's. Dann gehen wir mal jetzt ein bisschen rum. Was willst du? Du, was willst du? Na, was willst du? Okay. Genau, was hier wäre, was ich jetzt hier wollte. Ich mache jetzt auch noch eine Schein hier. Nämlich hier auf der Insel ist eine. Wenn man das so sagen darf, auf der Insel. Denn
Und ein extra Leben. Und eine Schale. Man mag sie nicht sehen, das ist ja auch nicht allzu einfach, nämlich dieser gelbe Vogel dort. Ja, da. Schön, dass nicht da. Dieser gelbe Vogel dort. Ja, jetzt bin ich weg. Und den oft genug. Nein. Ja, ich bin doof. Echt, du bist doof. So, weil wir diesen Vogel oft genug treffen. Mit unserem Wasser. Ja, cool. Erhalten wir diese Schein. Dieser voller Mann am Ende der Insel. Das ist voll nervig hier. Aber was soll's. Wir sind ja Mario nicht. Zimperlitzchen. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg zu dieser Schein. Und das ist dann die nächste Schein. Und auch die letzte. Nämlich für jetzt. Dann sehen wir uns logischerweise zum nächsten Mal wieder. Geht doch. Nächstes Mal wieder. Also bis dann. Nummer 22. Und tschüss.